Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Schauspieler und Regisseure stehen meist in hellem Licht. Nun aber wird immer mehr davon bekannt, was sich offenbar abseits der Scheinwerfer in dunkleren Hinterzimmern tat. Von einigen Schauspielerinnen wussten wir, dass sie den Regisseur Dieter Wedel vorwarfen, sie sexuell belästigt zu haben. Doch Dieter Wedel stritt es ab. Nun erheben noch mehr Frauen schwerwiegende Vorwürfe und einige haben das auch schon damals getan, auch gegenüber Verantwortlichen der ARD, weil sich bei einer ARD-Produktion in den 80er Jahren Ungeheuerliches abgespielt haben soll, wie die Zeit jetzt berichtet. Claudia Drechsel und Mareike Aden. Die neuen Vorwürfe gegen Dieter Wedel, sie wiegen schwer. Nicht nur, weil sie, wenn sie stimmen, den Regisseur als brutalen Gewalttäter belasten, sondern auch, weil offenbar niemand so richtig hinsehen wollte. Jetzt haben mehrere Frauen der Wochenzeitung Die Zeit berichtet, der Starregisseur habe sie misshandelt. Eine von ihnen, Esther Gemsch. Damals hieß sie noch Christi Natt. Unter einem Vorwand soll Wedel sie 1980 in sein Hotelzimmer gelockt und angegriffen haben. Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett, einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante. Ich dachte, jetzt ist es aus. Wedel soll sich besonders junge Schauspielerinnen ausgesucht haben, Berufsanfängerinnen. Ihre Aussagen wurden der Zeit von zahlreichen Zeugen bestätigt. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass so etwas in Deutschland passieren könnte. Vor allem, dass doch eine ganze Reihe von Menschen davon etwas mitbekommen haben und sich niemand für die Opfer interessiert hat. Mensch, nimm doch eine Frau, die das kannst. Nochmal zurück. Schauspielerin Esther Gemsch fiel nach dem mutmaßlichen Angriff für die Dreharbeiten aus. Ein Arzt attestierte ihr eine Halswirbelverletzung. Derzeit liegt ein Revisionsbericht des produzierenden Saarländischen Rundfunks vor. Er beweist, dass die Verantwortlichen von den Vorwürfen wussten. Nach Auskunft von Frau Christi Natt bzw. ihres Anwalts handelte es sich bei ihrer Verletzung um die Folge einer gewaltsamen sexuellen Annäherung durch Herrn Dr. Wedel. Die Dreharbeiten werden dennoch wieder aufgenommen mit neuer Hauptdarstellerin Ute Christensen. In der Zeit berichtet sie, Wedel habe auch sie schikaniert, gewarnt hatte sie niemand. Viele der damals Verantwortlichen beim Saarländischen Rundfunk sind mittlerweile verstorben. Der Sender kündigt nun eigene Untersuchungen an. Welche Verantwortung müssen wir übernehmen und müssen wir nicht ein System schaffen, damit junge Leute künftig den Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin wahrnehmen können, ohne Angst haben zu müssen? Starregisseur Dieter Wedel soll seine Macht missbraucht haben. Er streitet das vehement ab. Zu den neuen Fällen hat er bisher keine Stellung bezogen, aus gesundheitlichen Gründen, sagt sein Anwalt. Gleichwohl hat sich die Zeit, so wie ich den Veröffentlichungen entnehme, entschieden zu veröffentlichen. Das halte ich für medienethisch und rechtlich für hochproblematisch. Tatsächlich bewerten Experten eine Verdachtsberichterstattung, zumal bei Prominenten, auf der einen Seite als heikel. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Aufgabe der Medien, solche Vorwürfe aufzugreifen, gerade wenn dahinter nicht nur ein singulärer Fall steht, sondern Machtstrukturen, ein gesellschaftliches, gesamtgesellschaftliches Problem. Fast 40 Jahre lang haben Ute Christensen und Esther Gemsch sich nicht getraut, ihre Geschichte zu erzählen. Jetzt wollen sie nicht länger schweigen. Es ist nicht ganz leicht, Schauspielerinnen oder Schauspieler zu finden, die über dieses Thema sprechen wollen, im Fernsehen schon mal erst recht nicht. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir den Theater- und Filmschauspieler Hans-Werner Meyer jetzt in Berlin erreichen. Er ist auch Vizechef des Bundesverbandes Schauspiel. Guten Abend, Herr Meyer. Guten Abend, Frau Mioska. Sie arbeiten seit 1990 als Schauspieler. Ist das auch Ihre Erfahrung, dass sexuelle Belästigung am Set oder drumherum eine Art Kavaliersdelikt war? Also was ich jetzt so mitbekomme, ist es offenbar so wahrgenommen worden. Ich selber habe es nicht erlebt, aber ich kenne viele Geschichten und bislang wurde einfach nicht darüber gesprochen. Erst jetzt durch den Weinsky-Skandal und jetzt auch durch die Vorwürfe an Herrn Wedel ist eine Situation entstanden und natürlich auch durch diese große, breite MeToo-Debatte ist eine Situation entstanden, in der man endlich mal darüber spricht und den Leuten, den Betroffenen zuhört.
Haben Sie denn den Eindruck, dass sich was verändert hat dadurch? Gibt es dann dadurch eine Art Kulturwandel? Erleben Sie solche Vorfälle immer noch oder hören Sie, dass Kollegen das erleben? Ich glaube, dieser Kulturwandel ist im Gange. Und dafür war es vielleicht notwendig, dass das Fass auf diese Weise mal überläuft. Die meisten Fälle, von denen ich weiß, liegen schon eine Weile her. Aber ich glaube, sowas hat es schon immer gegeben und sowas wird es auch immer geben. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Darum muss man jetzt eben Strukturen schaffen und Institutionen schaffen, um damit umzugehen. Wir sind ja da gerade dabei, eine betriebsübergreifende Beschwerdestelle zu schaffen für die gesamte Filmbranche, damit Betroffene sich an die wenden können und damit es auch eine abschreckende Wirkung hat. Was kann diese Beschwerdestelle bewirken? Was erhoffen Sie sich davon? Also man muss dazu sagen, eine solche Beschwerdestelle muss ja eigentlich jeder Betrieb haben. Das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Es gibt einen Leitfaden von der Antidiskriminierungsstelle, dem werden wir folgen. Bei uns in unserer Branche ist es nur einfach so, viele Betriebe, viele Produktionsgesellschaften können das nicht leisten. Und wir sind ja auch immer nur befristet angestellt. Insofern, wenn man das dann meldet, ist man schon längst woanders angestellt. Darum muss es so eine betriebsübergreifende Beschwerdestelle geben. Man kann sich an diese Beschwerdestelle wenden, dann wird dem Vorwurf nachgegangen. Man bekommt eine Beratung, man bekommt Unterstützung und man wird geschützt. Keiner, der sich da meldet, darf einen Nachteil davon haben. Deswegen muss es möglicherweise auch anonym geschehen können. Erhoffen Sie sich davon auch eine abschreckende Wirkung? Natürlich, das ist der zweite Punkt. Wenn es so eine Institution gibt, dann wird damit dokumentiert, das ist kein Kavaliersdelikt. Also sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt. Vor allem geht es ja auch dabei um sexuell konnotierten Machtmissbrauch. Und Vergewaltigung ist natürlich sowieso kein Kavaliersdelikt, das war es ja auch noch nie. Aber ich glaube, dass wenn das die Botschaft transportiert, das ist nicht in Ordnung. Da muss man aufpassen. So eine Beschwerdestelle hilft ja nur, wenn eigentlich schon was passiert ist. Was aber kann man denn tun, damit Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht erst in diese Situation kommen? Nun, diese Beschwerdestelle, die wir da schaffen, das ist ja eine branchenübergreifende, betriebsübergreifende. Da werden sämtliche relevanten Filmverbände dabei sein, das BKM, die Produzentenallianz. Und wir wollen auch da einen Verhaltenskodex erarbeiten, wie man sich verhalten soll, zum Beispiel beim Casting, bei Vorsprechen, bei Proben. Ist es in Ordnung, unter vier Augen ein Casting zu machen? Nein, das ist natürlich nicht in Ordnung. Da müsste durch jemand Drittes dabei sein, damit solche Fälle nicht passieren, wie sie jetzt gerade Herrn Wedel vorgeworfen werden. Ist es in Ordnung, dass eine Frau sich ausziehen muss beim Casting? Das vielleicht, aber es muss vorher angekündigt werden. Also es geht immer darum, dass man auf Augenhöhe miteinander umgeht. Und dafür einen solchen Verhaltenskodex zu entwickeln, könnte schon mal hilfreich sein. Vielen Dank für die Ideen und das Gespräch. Hans-Werner Mayer nach Berlin. Sehr gerne. Sexuelle Belästigung und Jahre des Verdrängens. Ein Kommentar von Britta von der Heide vom Norddeutschen Rundfunk. Erneut lässt die Zeit Schauspielerinnen zu Wort kommen. Es sind schwere Vorwürfe. Die Schilderungen sind brutal und detailliert. Und stimmen sie auch? Es ist und bleibt ein Verdacht. Mittlerweile ein vielstimmig wiederholter. Und der Verdächtige hat natürlich als unschuldig zu gelten, bis zum Beweis des Gegenteils. Aber verstörend an den Vorgängen ist noch etwas anderes. Es stellt sich nämlich die Frage, wie gehen wir alle, wie geht die Gesellschaft damit um, wenn eine Frau den Vorwurf erhebt, sie sei sexuell missbraucht worden. Das haben die Frauen nämlich damals gemacht, sie haben nicht geschwiegen. Ihre Vorwürfe wurden sogar schriftlich festgehalten und landeten schwarz auf weiß in einem Revisionsbericht des Saarländischen Rundfunks. Haben die damals Verantwortlichen Dieter Wedel konfrontiert? Haben sie ihn gefragt, ist da was dran? Oder vielleicht die Staatsanwaltschaft eingeschaltet? Nichts davon findet sich in den Unterlagen bislang. Die Produktion lief einfach weiter, die Hauptrolle wurde umbesetzt. Warum nicht einfach auch der Regisseur? Auch die nächste Schauspielerin fühlt sich belästigt und auch davon wusste der Saarländische Rundfunk. Hier wurde ein schwerwiegender Verdacht, so wirkt es, nicht mit aller Härte aufgeklärt. Das zeigt die Ignoranz männlicher Hierarchien. So etwas gibt es auch in der ARD. Die Zeit hat in den Archiven des Senders recherchiert. Der Saarländische Rundfunk will die Geschichte jetzt untersuchen. Das zumindest ist gut. Britta von der Heide kommentierte. Die Frage, ob es Deutschland gelingt, Flüchtlinge zu integrieren, kann noch lange nicht beantwortet werden. In der brandenburgischen Stadt Cottbus aber hätte man vielleicht wissen können,
dass es schief geht, wenn es so läuft, wie es in Cottbus lief. Was viele Cottbusser davon halten, kann man hier jedenfalls eindrücklich sehen. Die Stadt mit 100.000 Einwohnern hat über 8.000 Flüchtlinge aufgenommen. Für einen Ort, der mit Zuwanderung wenig Erfahrung hat, offenbar zu viele. Erst jetzt, nachdem es mehrfach zu Gewalt kam, von beiden Seiten, erst jetzt werden mehr Polizisten und Sozialarbeiter geschickt, was viel zu spät ist. Und dieses Misslingen ist Wasser auf die Mühlen der Rechten. Hanno Christ berichtet aus Cottbus. Cottbus rüstet auf, Cottbus ist sicher. Diese Botschaft soll von den vielen Ordnungskräften ausgehen, die nun durch die Stadt patrouillieren. Bei den Menschen, die wir hier fragen, ist der Wunsch nach mehr Sicherheit gewachsen. Dass man in Ruhe irgendwo hingehen kann, ohne Angst zu haben oder dass was passiert. Ich traue mich abends nicht mehr alleine raus, ohne Begleitung. Das ist immer so, man wird gerade hier drüben in der Stadthalle vollgepöbelt. Von Pöbeleien und Bedrohungen berichten auch Ausländer. Manche möchten die Stadt lieber verlassen. Naja, wenn Cottbus bleibt so mit Ausländern, ich lag so, ich ziehe um. Ich bleibe nicht hier. Was ist passiert in der 100.000 Einwohnerstadt? Innerhalb von fast 4 Jahren stieg der Ausländeranteil von 2,5 auf 8,5% und mit ihm die Zahl der Konflikte. Seit Mai vergangenen Jahres gibt es mehrfach teils blutige Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Ausländern. An Silvester hetzen mehrere Männer mit Ausländer rausrufen, Asylbewerber bis in ihr Heim, schlagen die Männer, bis einem der Kiefer bricht. Wenige Tage später meldet die Polizei mehrere Vorfälle, in denen junge Syrer Einheimische mit Messern bedrohen. Ein Streit vor dem Haupteinkaufszentrum mitten in der Stadt endet mit Schnittwunden im Gesicht eines Deutschen. Es sind Vorfälle, die der Verein Zukunft Heimat wie hier am Samstag nutzt, um auf eine aus seiner Sicht verfehlte Integrationspolitik hinzuweisen. Ganz vorne mit dabei die AfD. Und wir sind heute hier. Da kommen Schutzsuchende in unser Land, die zum Teil Schutz suchen, zum Teil ein besseres Leben suchen. Die kommen hierher und am Ende sind wir diejenigen, die Schutz suchen müssen. Es werden Menschenopfer gebracht von unseren Leuten und das kann nicht sein. Etwa 1500 Menschen folgen einem Verein, dessen Inhalte und Organisatoren Beobachter als teils rechtsextrem und gewaltbereit einstufen. Es wird eben konzipiert nach diesem Bürgerkriegsschema, also nach dem Schema, dass Zukunft Heimat und ihre Bündnispartner verbreiten wollen, als würde ein Bürgerkrieg Ausländer-Deutsche stattfinden. Und das ist ja nicht der Fall. Man muss noch mal sehr deutlich sagen, dass Zukunft Heimat seit Mitte letzten Jahres, seit Mai letzten Jahres, den Druck in der Stadt Cottbus kontinuierlich erhöht. Lange wurde die Stadt nicht gehört. Nun prüft sie, kriminelle Ausländer in einen anderen Landkreis abzuschieben. Die Landesregierung zieht nach, verfügt einen teilweisen Zuzugsstopp für Flüchtlinge. Außerdem sollen mehr Sozialarbeiter und Polizisten nach Cottbus. Natürlich muss die Landesregierung auch zeigen, dass wir Cottbus in dieser Situation nicht alleine lassen. Deshalb handeln wir an verschiedenen Stellen. Polizeipräsenz, Sozialarbeit, Kapazitäten in Kitas, Grundschulen und Horten. Ich glaube, wir machen sehr deutlich, dass das Land Brandenburg unterstützen will. Die Verbindung herzustellen zwischen dem Straßenradau, der hier gemacht wird, und der Entscheidung, keine Flüchtlinge mehr zuzuweisen, die finde ich wirklich fatal, weil sie ist das Signal in diese Szene. Macht nur ordentlich Druck, schreit nur laut genug, dann werden wir euch schon keine Flüchtlinge mehr geben. Eine überforderte, zerstrittene Stadt. Für mehr Sicherheit mag jetzt gesorgt sein, aber das Zusammenleben in Cottbus bleibt wohl eine Herausforderung. Ausstieg aus internationalen Abkommen und Strafzölle. Mit seiner America First-Strategie verunsichert US-Präsident Trump Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Der neue Kurs der USA war auch heute das bestimmende Thema auf dem Weltwirtschaftsforum. Die Nachrichten mit Susanne Daubner. Europäische Spitzenpolitiker haben heute in Davos eindringlich vor Abschottung und nationalen Alleingängen gewarnt. Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel warben für ein starkes Europa und für internationale Zusammenarbeit. Merkel warnte vor einem Rückfall in nationale Egoismen und vor Populismus. In Davos ging es heute um die künftige Rolle Europas und um Spielregeln in einer globalisierten Welt. Bundeskanzlerin Merkel lehnte in ihrer Rede Protektionismus ab. Damit bezog sie deutlich Position gegen US-Präsident Trump und seine Amerika-zuerst-Politik. Für die EU forderte sie eine stärkere Rolle in der Außenpolitik. Die Tatsache, dass Europa außenpolitisch nicht der aktivste Kontinent war, sondern wir uns oft auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen haben, die sich jetzt aber auch mehr auf sich konzentrieren,
muss uns dazu bringen, dass wir sagen, wir müssen hier mehr Verantwortung übernehmen. Frankreichs Staatspräsident Macron forderte eine 10-Jahres-Strategie für die EU. Dabei müssten nicht alle Mitgliedstaaten das gleiche Tempo gehen. Wenn manche Völker bereit sind, ehrgeiziger zu sein, weiterzugehen bei der Integration und eben auch bereit sind, die Werte und Interessen zu verteidigen, dann gehen wir es an. Let's move. Merkel und Macron haben gemeinsam ein Signal gesetzt gegen Protektionismus und für ein starkes Europa. Die Abschottungspolitik der USA setzt dem Dollar immer stärker zu. Davon profitiert der Euro, der heute auf ein 3-Jahres-Hoch kletterte. Besonders umstritten sind die US-Strafzölle für Solarprodukte. Mehr von Anja Kohl. Der 30-prozentige US-Strafzoll trifft alle Hersteller von Solarzellen und Modulen, die diese in die USA einführen. Indirekt sind zudem Zulieferer betroffen, wie die deutsche SMA Solar. Die Firma ist Weltmarktführer bei Wechselrichtern. Die braucht es, um Solarstrom in die Netze einzuspeisen. SMA erzielt rund ein Viertel seines Umsatzes in den USA. Wegen der Billigkonkurrenz aus China sind die Preise für Solarprodukte gefallen. Mit den US-Zöllen könnten sie nun wieder steigen. Gestern verlor die SMA Solar-Aktie noch gut 4%. Heute stieg sie dafür um rund 5%, auch wegen guter Quartalszahlen. Die Schwankungen zeigen aber, wie groß die Verunsicherung ist. Kurioserweise wollen die, die Trump schützen will, die Strafzölle auch nicht. US-Solarfirmen fürchten für dieses Jahr einen Nachfragerückgang um ein Fünftel wegen steigender Solarpreise im Zuge der Zölle. Eine Verteuerung würde auch US-Verbraucher treffen, die sich Solarmodule auf ihre Dächer schrauben. Installateure von Solaranlagen rechnen damit, dass in den USA wegen der Strafzölle Zehntausende Jobs verloren gehen könnten. Die Börsendaten: der Dow Jones in New York ging mit 26.252 Punkten aus dem Handel. Der deutsche Leitindex DAX schloss mit 13.415 Punkten. Das waren Freudentänze in Ägypten. Anfang 2011 schien hier alles möglich. Die Zeit, die fortan arabischer Frühling genannt wird, hatte begonnen. In Tunesien war der Diktator schon davongejagt worden und nun ist hier auch in Kairo Präsident Mubarak am Ende. Freie Wahlen, keine Notstandsgesetze mehr, das Leben kannte keine Grenzen. Doch 7 Jahre später ist von der hart erkämpften Freiheit nicht mehr viel übrig. Seit sich die Generäle die Macht zurückerobert haben, ist der Alltag für viele noch grausamer als einst unter dem verhassten Mubarak. Daniel Hechler. Der Tahrirplatz heute. Ernüchterung statt Euphorie im Jahr 7 nach der Revolution. Polizei und Geheimdienste allgegenwärtig. Ausgerechnet hier, wo alles begann. Massenproteste am 25. Januar 2011. Der Ruf nach Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit wird laut. Die Revolution wird ihr Ziel erreichen. Wir haben alles erreicht. Es kommt anders. Mit Abdel Fattah al-Sisi übernimmt 2013 das Militär wieder die Macht. Menschen- und Bürgerrechte werden zurückgeschnitten, neue Gefängnisse errichtet, Menschen wieder verschleppt und gefoltert. Nur wenige wagen es, darüber auch zu sprechen, so wie sie. Ihr Sohn sitzt seit einem Jahr in Haft, angeblich wegen Diebstahls. Der 26-Jährige bestreitet das. Ein Polizist habe ihn brutal zusammengeschlagen, einfach so. Nun ist er auf einem Auge blind. Das Plastikrohr ist bei den Schlägen zerbrochen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Das ist doch abartig. Aber damit nicht genug. Er hat mit dem Rohr dann auch noch auf sein Auge eingedroschen, seine Sehnerven zerstört. Seit vielen Jahren schon betreut Magda Adli Folteropfer. Die Ärztin ist die Direktorin des Nadim-Zentrums in Kairo. Eine Spezialklinik, in der seit 1993 schon 7000 Menschen betreut wurden. Sie werden durch Folter entweder total zerstört und isolieren sich, wir verlieren sie dann als Menschen, oder aber sie entwickeln Rachegefühle, tiefe Rachegefühle. Kurzum, sie werden zur Waffe greifen und töten. Folter sei in Ägypten alltäglich geworden, sagt sie. Die Zahlen stiegen. Menschen würden gedemütigt, mit Stockhieben und Elektroschocks malträtiert, ihre Gliedmaßen überdreht, Fingernägel gezogen. In diesem Land werden nicht nur Leute gefoltert, die eine andere Meinung haben. Jeden Bürger kann es treffen, der aus einem dummen Zufall der Polizei im Weg steht.
Sie können ihr Leben verlieren oder nur ein Körperteil. Im Februar 2017 ein bitterer Rückschlag für die Aktivisten. Das Nadim-Zentrum wird geschlossen. Es fehlten angeblich Genehmigungen. Ich habe keine Angst, aber ich bin wütend. Eigentlich sollte der Staat Folter unterbinden. Wenn sie dennoch vorkommt, muss er sich um die Opfer kümmern. Dass er solche Verbrechen begeht und anschließend alles tut, damit die Wunden nicht heilen können, das ist eine Schande. Ein Staat, der foltert und die Helfer kriminalisiert. Auch deshalb erhält das Nadim-Zentrum in diesem Jahr den Menschenrechtspreis von Amnesty International. Eine Ermutigung, weiterzumachen, irgendwie, in schweren Zeiten. Wenn der blaue Himmel mal wieder weiß gestreift ist, freuen sich die meisten von uns wohl über die moderne Kunst hoch droben und ganz Findige erahnen sogar, das Wetter könnte demnächst schlechter werden, weil feuchtere Luft die weißen Bänder so lange leben lässt. Die Kondensstreifen, die Flugzeuge hinter sich herziehen, sind aber nicht nur poetisches Gewölk, das den Himmel bemalt, sondern offenbar auch eine ernste Gefahr für das Weltklima. Wissenschaftler wollen nun herausfinden, ob verschiedene Kerosinmischungen die Abgase sauberer machen und damit weniger Kondensstreifen erzeugen. Juri Sonnenholzner und Ute Spangenberger erklären's. Heutzutage, wo scheinbar alles in Modellen simuliert und an Computern berechnet werden kann, wirkt das, was die amerikanische und die deutsche Luft- und Raumfahrtbehörden praktizieren, wie aus der Zeit gefallen. Eine 50 Jahre alte McDonnell Douglas DC-8 der NASA, vollgestopft mit Messinstrumenten und besetzt mit einem wissenschaftlichen Stab, kommt eigens aus Amerika auf die Airbase Rammstein in Rheinland-Pfalz geflogen, um dann einem anderen Flugzeug hinterherzufliegen. Ziel des Ganzen, die Luft sauberer machen. Dieser A320 wird mit Kerosin betankt, dem mal mehr, mal weniger Biotreibstoff beigemischt ist. Ob das Mischverhältnis die Abgase verändert, prüft die DC-8 dahinter. Sie hält ihre Rüssel in den Wind und schnuppert, was bei der anderen Maschine hinten rauskommt. Innen werden die Daten gesammelt. Grundlagenforschung in der Luft statt Modellversuchen auf dem Boden. In der Tat haben wir auch für diese ganzen Vorgänge recht gute Modelle. Aber die Wahrheit, die Stunde der Wahrheit fliegt immer im Flugversuch. Wir müssen also hier im Flugversuch gucken, ob das, was wir vorhergesagt haben, ob das auch eintrifft. Eintreffen soll das Ende von Kondensstreifen, denn sie bestehen vor allem aus Rußpartikeln aus Flugzeugabgasen. Die Rußpartikel vereisen in sehr feuchtkalten Flughöhen, können so zu Eiswolken werden. Die vom Erdboden kommende Wärme zieht nicht ab, strahlt zurück. Jeder Kondensstreifen ein kleiner Treibhauseffekt. Einer früheren Studie zufolge liegen zeitweise bis zu 10% Zentraleuropas unter diesen Eiswolken. Die Forscher vermuten, das erwärme die Erde mehr als der gesamte CO2-Ausstoß im Luftverkehr. Was da oben helfen könnte, wächst unten auf der Wiese, das Öl des Leindotters. Beispielhaft für erneuerbare Treibstoffe wurde es für die Versuchsflüge dem Kerosin beigemischt. Wie viel davon verringert die Bildung von Kondensstreifen? Dafür brauche es die aufwendigen Testflüge. Ich weiß, dass die deutsche Öffentlichkeit sich um das Klima Sorgen macht. Ich als Wissenschaftler mache das auch. Natürlich haben wir politische Phasen und Dinge ändern sich, aber die NASA versucht, eine Richtung einzuschlagen, die gut durchdacht ist. Bis nächste Woche zieht die deutsch-amerikanische Flugpartnerschaft ihre Kreise. Anschließend werden über Wochen die Ergebnisse ausgewertet. Dann wird erwiesen sein, ob man mit Biosprit an Bord klimafreundlich fliegen kann. Die türkische Armee setzt ihre umstrittene Offensive in Syrien fort. Auch heute wurden wieder Ziele in der von kurdischen Einheiten kontrollierten Region Afrin beschossen. Deutliche Kritik kam aus den USA. Nochmal Nachrichten mit Susanne. US-Präsident Trump rief seinen türkischen Amtskollegen Erdogan in einem Telefonat zur Zurückhaltung auf. Durch die Gewalt in Afrin würden die gemeinsamen Ziele in Syrien gefährdet. Erdogan forderte Trump auf, die Waffenlieferungen an kurdische Kämpfer zu stoppen. Die türkische Führung hält die kurdischen Einheiten, die die Region derzeit beherrschen und die von den USA unterstützt werden, für Terroristen.
Der ehemalige brasilianische Präsident Lula ist wegen Korruption und Geldwäsche zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Das Berufungsgericht erhöhte damit die Strafe aus der ersten Instanz. Das Urteil dürfte das Aus für eine erneute Präsidentschaftskandidatur des 72-Jährigen im Herbst bedeuten. Lula bleibt aber vorerst auf freiem Fuß und könnte sich noch an den obersten Gerichtshof wenden. Nach der tödlichen Messerattacke an einer Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Lünen ist gegen den 15-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Dem Schüler wird vorgeworfen, einen 14 Jahre alten Mitschüler mit einem Messerstich in den Hals getötet zu haben. Der 15-Jährige hat die Tat gestanden. Chinesischen Forschern ist es erstmals gelungen, Affen zu klonen. Die Wissenschaftler wendeten eine ähnliche Methode an wie vor rund 20 Jahren beim Klonschaf Dolly. Die beiden Javaner-Affen seien lebendig geboren worden und hätten die ersten Wochen überlebt, so das Team aus Shanghai. Bislang waren Forscher mit dieser Methode an Primaten gescheitert. Und wir kommen noch zum Sport. Bei der Handball-Europameisterschaft hatte die deutsche Mannschaft heute auf dem Weg ins Halbfinale ein Finale. Wie das bei Endspielen so ist, es darf am Schluss kein Unentschieden geben, wenigstens aus deutscher Sicht. Man musste auch nicht auf andere Spiele und deren Ergebnisse achten. Es war also klar, würde Deutschland gewinnen, wäre der Titelverteidiger unter den besten 4. Aus Zagreb berichtet Henrik Deichmann. Die Neuauflage des EM-Finals von 2016 ist zu Beginn hart umkämpft. Titelverteidiger Deutschland mit dem besseren Start und einer 5:3-Führung nach 10 Minuten. Vor allem dank 3 Toren von Julius Kühn. Vize-Europameister Spanien danach wurfgewaltig aus dem Rückraum. Dreht das Spiel, setzt den deutschen Angriff mit einer offensiven Abwehr unter Druck und führt zur Pause mit 14:13. Bundestrainer Christian Prokop sieht zu Beginn der zweiten Halbzeit noch den Ausgleich zum 15:15. Danach jedoch läuft im deutschen Team 12 Minuten lang weder im Angriff noch in der Abwehr etwas zusammen. Zum Teil haarsträubende Fehler werden mit 8 Gegentoren in Folge bestraft. 15:23 nach 43 Minuten. Dass wir irgendwo hingucken, keiner übernimmt Verantwortung. Und das ist schwach. Am Ende beweist die deutsche Mannschaft zumindest Moral. Verkürzt auf 4 Tore, scheidet aber nach dem 27:31 und einem enttäuschenden Turnier als Titelverteidiger aus. Bleibt die Frage an Carsten Schwanke. Kann sich das Wetter denn morgen mit einem guten Auftritt qualifizieren? Es geht so. Und ich glaube, dass vor allem viele Menschen in Nordrhein-Westfalen an diesen guten Auftritt des Wetters glauben und hoffen würden. Denn es gibt eine traurige Statistik. In Nordrhein-Westfalen erleben wir zurzeit den dunkelsten, sprich den sonnenärmsten Winter seit über 50 Jahren. Das heißt, die Sonnenstunden für die Monate Dezember und Januar bis zum heutigen Tag zusammengerechnet. Nur mal an 2 Beispielen, wie wenig Sonnenschein es war. In Köln gab es bisher nur 23 Stunden auf dem Kahlen Asten, der am höchsten gelegenen Wetterstation in NRW, gerade mal 8 Stunden. Und morgen wird dort zumindest auch keine Sonne dazukommen. In anderen Regionen schon. Dafür haben wir ein anderes Thema. Blicken wir in den Norden Deutschlands. Die Regenradarbilder in den Abendstunden ist eine Regenfront in den Nordwesten hereingekommen. Sehr schön und sehr interessant. Diese sehr glatte, scharf gezogene Vorderkante dieser Front. Es ist eine Kaltfront. Genau an dieser Kante haben wir es zurzeit auch mit kräftigen Windböen der Stärke 8, also mit stürmischen Böen zu tun. Und es gibt einen markanten Temperaturrückgang. In Bremen und Hamburg aktuell noch 13 Grad. In diesem Regen sind es hingegen nur noch 7 Grad. Dieses Regenband wird sich heute Nacht, und jetzt gehen wir auf ganz Deutschland, weiter bis zur Mitte Deutschlands etwa voranarbeiten. Es ist ein schmales Band, das heißt, in der zweiten Nachthälfte wird es dann an der Nordseeküste auch schon wieder trocken sein. Morgen Vormittag erreicht dieses Regengebiet die Mitte unseres Landes, etwa so vom Saarland, Rheinland-Pfalz, über Hessen, südliches Niedersachsen, den Süden NRWs bis hinauf nach Sachsen-Anhalt, später dann auch Berlin-Brandenburg. Und im Verlaufe des Tages bewegt sich aber kaum noch etwas. Es verharrt praktisch fast an Ort und Stelle. Ganz im Norden und auch ganz im Süden und im Südosten gibt es hingegen Sonnenschein. Die Temperaturen morgen erreichen noch einmal verbreitet Werte um rund 10 Grad. Im Nordwesten ist es mit 7 bis 9 Grad etwas kühler. Die weiteren Aussichten. Am Freitag rutscht dieses Regengebiet allmählich auch Richtung Südosten. Ansonsten trockenes Wetter. Auch der Samstag meistens trocken mit einem Mix aus Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Dabei Temperaturen dann keine 10 Grad mehr, sondern knapp darunter. Ganz herzlichen Dank, Carsten Schwanke. Und hier folgt jetzt Sandra Maischberger, die mit ihren Gästen heute über
Obdachlosigkeit diskutiert und darüber, wie schnell man auf der Straße landen kann. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0 Uhr und wir sind wie immer morgen wieder für Sie da. Bis dahin.